Hey meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Tropicraft Together. Wir werden in der heutigen Episode, nachdem wir in den letzten Folgen jetzt so ziemlich mit dem Hausbau beschäftigt waren und hier noch unser schönes kleines Feuerchen angemacht haben mit unserem schönen Zifter, mit der schönen Waschmaschine hier, werden wir heute in dieser Episode ein bisschen erkunden gehen. Letztes Mal kamen wir ja mehr oder weniger dazu, uns hier ein bisschen umzuschauen und du hüpfst hier gerade wunderbar im Kreis. Du bist schon ganz abenteuerlustig, oder? Nein. Wir gehen trotzdem auf Abenteuer. Und du solltest aufhören, Sarkasmus zu verwenden, bevor jetzt hier wieder jemand schreibt, ach, du hast ja gar keine Lust. Das war kein Sarkasmus. Ach ja. Wir gehen auf jeden Fall ein bisschen erkunden. Einfach mal schauen, vielleicht finden wir einen Dungeonbaum, vielleicht finden wir, weiß ich nicht, viel Eisen, um uns noch einmal zu machen. In der Nacht bekämpfen wir vielleicht ein paar Monster. Für ein Fischernetz müssen wir einfach mal gucken. Dörfer gibt es ja auch jetzt auch mit Händlern, also mit Fischern, die dann auch dementsprechend was handeln. Diamanten könnten wir finden. Diamanten wäre eine gute Sache. Wer will keine Diamanten haben? Diamantenwerkzeuge sind super. Oder auch Rüstung. Weil dann brauchst du nicht mehr so viel Angst haben, sondern stehst einfach mit deiner Diamantenrüstung und bam, nichts kann dich aufhalten. Stimmt. So in etwa. Auf jeden Fall können wir auch mal gucken, ob wir noch ein paar Salamander finden. Die geben mir auch Rüstung. Obwohl die mir immer noch ein bisschen Angst machen. Hier war ich, glaube ich, auch schon in der ersten Episode. Hab ein bisschen Kohle geholt. Das war es aber auch. Na, wir gehen hier einfach nur durch. Wir gehen einfach durch den nicht geladenen Chunk. Okay. Ach, jetzt lädt es auch bei mir. Wunderbar. Vielleicht finden wir ja auch noch ein wenig Laluzi, auf das schon alle gewartet haben. Das habe ich ja auch sehr, habe ich wunderbar betont, oder? Laluzi! Nein. Ach ja. Schon wieder wird alles an mir kritisiert. Betonung wird kritisiert, keine Abenteuerlust vortäuschen hier. Du hast nur gefragt und ich sag dir nur die Wahrheit. Aber wir können, weißt du, was wir jetzt erstmal machen, damit wir nicht nur rumlaufen? Wir ernten hier jetzt erstmal, was sind das, Grapefruits oder Orange? Ja, Grapefruits. Grapefruits, okay. Dann ernten wir erstmal die Grapefruits oder fällen auch noch ein paar Bäume, Ich ernte die Blumen. Ich wollte gerade sagen, ja, ernte du mal die Blätter, dann habe ich nicht die Arbeit, aber ne, ich ernte die Blumen. Ja, Blumen zu ernten ist eine richtig schwierige Angelegenheit. Ja. Ach so, und da können wir noch eine Sache ansprechen. Irgendwer hat geschrieben, dass dieser Fertilizer, also dieser Dünger, dazu da ist, dass Blumen auf dem Boden wachsen. Können wir natürlich mal nachgucken, wenn wir dann irgendwie wieder zu Hause sind am Ende, ob das noch wirklich so ist. Ich meine, Nichts. Okay. Was war denn das für ein Baum? Ein Grapefruit-Baum. Oder meinst du, weil der hier so gewachsen ist, so komisch? Ja. Ja, nee, auf jeden Fall können wir da mal gerne gucken, ob der Dünger auch so funktioniert, dass man ihn auf den Boden macht und dann Blumen wachsen. Guck mal. Da hinten. Das sieht so richtig cool aus, diese Dschungelebene mit den Höhlen da auch. Wollen wir da mal gucken gehen? Weil vielleicht... Ich wäre jetzt eher nach links gegangen, aber okay. Ach komm, wenn da die Höhlen sind, die bieten sich doch wunderbar an. Weil vielleicht finden wir in den Höhlen irgendwelche coolen Erze oder... Ich weiß nicht, gibt ja genug. Lass in den Wald reingehen. Na, erst die Höhlen, dann der Wald. Nein. Du weißt, ich habe schlechte Erfahrungen mit Blättern. Na und, der Wald ist ja okay. Vor allen Dingen mit so vielen. Na gut, schauen wir einfach mal. Also es sieht schon sehr interessant aus hier, der Wald. Vielleicht ist hier auch irgendwo ein großer Dungeonbaum. Könnte ja sein, also... Nachdem wir nicht irgendwie 40 Folgen... Ach nee, 30 Folgen... suchen müssen. Ja, 30, ich weiß nicht, das waren bestimmt 30 Folgen, wo wir nach diesem Kack-Dungeon-Baum gesucht haben, bis wir ihn endlich gefunden haben und das auch nur, nachdem wir im Creative-Modus so lange geflogen sind. Da hinten bist du, ich habe dich schon wieder fast verloren. Vielleicht kriegen wir jetzt mal einen Dungeon-Baum auf Anhieb. Boah, das sieht aber echt richtig geil hier nach so einem Dschungel aus. Also wenn es hier keinen gibt, dann weiß ich auch nicht. Wo bist du eigentlich? Hier oben. Eieiei, also hier kann man auch gut ein Haus bauen. Ah? Nein, ich glaube, jetzt gehen die Blätter kaputt. Du hast kein Blatt abgebaut, oder? Doch. Wow, das hat mein Spiel sogar schon... Ja, bei mir hat es jetzt auch gerade richtig geleckt. Ich wollte sagen, das bringt schon mein Spiel zum Abstürzen, weil du hier ein Blatt abbaust. Ich fühle mich jetzt nicht mehr so sicher hier oben. Ja, dann lass uns hier runtergehen. Ja, da hinten ist, ein Strandbereich. Da könnten wir mal gucken gehen. Ja, brech dir wieder deine ganzen Beine. Oh, meine Beine. Gleich schreist du wieder rum. Aua. Komm, ich schieb dich. Ja, PvP habe ich ja zum Glück ausgemacht. Zum Glück. Aber sonst wärst du schon längst tot, ne? Guck mal, da ist ein Spalt. Das ist kein Spalt.
Oh, in Tropicraft sind so keine aus. Spalte. Ich wo bist mich du halt denn gefreut. Jetzt? Hier unten. Hier. Okay. Was du immer für irgendwelche Stunts machst, unglaublich. So, aber hier hinten sollten wir dann doch mal langsam in die Höhle gehen oder vielleicht. Wow! Das nenne ich mutig, das ist Stuntfrau durch und durch. Also. Ich dachte, da käme eigentlich noch ein Baum. Ja, da käme eigentlich noch ein Baum. Nicht? Hey, hier ist ein Dingens, ein Lizard. Ja, die Salamander-Dinger. Willst du meine Sachen einsammeln vielleicht? Willst du dich hierhin teleportieren vielleicht? Nachdem du so mutig warst, darfst du auch gerne cheaten. Ich erlaub's dir, ausnahmsweise. Hey, das ist doch eigentlich hier. Ich weiß gar nicht, wo es ist. Teleportier dich einfach, bitte. TP, erst mein Name und dann dein Name, erst oder? Dein Name. Ich merke, das wird was. Und ich ziehe die EP-Kugeln an. Hilfe, nimm sie schnell. Oder nimm sie nicht, weil sie im Baum sind. Also wirklich, das ist unglaublich. Ich sag doch, du musst vorsichtig sein. Ist ja langweilig, wenn man so vorsichtig ist. Ach, ist ja langweilig, aber fünfmal sterben ist auch nicht toll. Ich bin da oben runtergefallen. Ach ja, ja. Ist ja falsch. Jetzt sind meine Beine erst recht gebrochen. Noch eine Verletzung mehr und ich baue ein Blatt ab. Und du wirst die Konsequenzen spüren bekommen. Hier ist voll dunkel, das ist voll cool. Vor allem mit dem Shader sieht das ziemlich interessant aus, wie hier dunkel ist und überall sonst ja, Licht. Ja, bei mir sieht das alles trostlos aus. Bei dir sind das die trostlosen Tropen, bei mir sind es die tropischen Tropen. Okay, die tropischen Tropen. Die tropischen Tropen des tropischen Tropenparadies. Tropen, nein. Tropisch herum. Oh, ein Affe. Affe! Ja! Ja, die Affen kann man leider immer noch nicht zähmen. Man kann ihnen halt nur Pina Coladas geben und sie freuen sich ein wenig. Aber das war es dann auch. Guck mal, hier ist doch eine Höhle. Yeah! Vergessen wir es. Wieso warte, sind ich muss hier das erstmal wieder neu arrangieren. Ja, aber kommt es mir nur so vor? Oder ist es so, dass in dieser neuen Tropicraft-Version, also auf dieser neuen Insel hier, kaum Monster da sind? Ich meine, schau es dir mal an. Das ist ein... Ich glaube, wir haben nur auf Easy gestellt, oder? Ja, das hatten wir beim letzten Mal auch. Es ist einfach menschenleer. Und nicht nur menschenleer, sondern auch monsterleer. Hier ist ja nichts. Oh, warte mal, was ist denn hier? Eine Chunko-Head-Statue. Cool. Da ist auch ein Dungeon mit, oder? Hey, mit Eisenköpfen. Augen. Nicht Köpfen. Ist das nicht ein Dungeon-Baum hier? Wo? Yo! Auch ein Dungeon-Baum! Ey, zwei Fliegen mit einer... Ja doch, war richtig, mit einer Klappe. Ich dachte, zwei Klappen mit einer Fliege. Zwei Klappen mit einer Fliege! Yeah! Jetzt im Sonderangebot! Nimm zwei, zahl nein. Drei! Aber wieso brauchst du den Chunko-Head ab? Ich will die Eisenblöcke haben. Und wieso leckt es gerade so dermaßen? Dieser Kack-Dungeon-Baum bringt alles hier zum Einbrechen von den Framerates her. Das ist einfach, weil hier gerade der ganze Wald abfackelt, weil du Kacke baust. Was baue ich denn hier für Kacke? Guck mal, der ganze Wald geht weg, ey. Ich habe kein Blatt abgebaut. Ich lasse mir hier nichts zu Schulden kommen. Das brennt auch. Was? Der Wald. Ich lasse mir trotzdem nichts zu Schulden kommen. Okay. Baut es wenigstens dann wieder zu, ja? Ja, hab zugebaut, der Wald kann abbrennen. Ich hab meine zwei Eisenblöcke und bin zufrieden. Dadurch können wir schon mal Eimer machen. Ist schon mal was. So, und jetzt schnell zum Dungeon-Baum, wo wir vielleicht die... Wie heißen die überhaupt? Inka Kalinkas? Ich hab keine Ahnung. Ja, Inka Kalinkas, genau. Ja, so heißen sie. Nee, wie... Nicht den Dungeon-Baum abbauen, was... Ah! Da muss man sich doch reinbauen. Gab's da keinen Eingang? Nein. Oh, die Musik kommt auch schon. Ich dachte, hier wäre ein Eingang immer. Welche Musik? Yo, der Eingang ist echt nicht da. Ja, so Schallplattenmusik oder so ein komisches Geräusch. So. Dass man eine Höhle entdeckt hat halt. Wo waren denn die Spawner? Waren hier keine Spawner von den Viechern? Doch. Ich meine mich auch daran zu erinnern. Ja. Ich baue das hier gerade ein wenig komisch. Warte mal. Wir machen das mal einfach. Wir bauen hier die Lianen ab und bauen uns unseren eigenen Weg irgendwie. Ich habe eine Ranke. Ja. Wie machen wir das? Ich gehe hier mal so zurück und esse. Oh, einfach irgendwie eine Treppe oder so. Warte, ich hab den Masterplan. Ich mach's so, wie ich es gerade kaputt gemacht habe. Bam. So.
Hier gibt's auch keinen Spawner. Sind hier nicht diese kleinen Viecher mit den Masken gespawnt? Doch, da oben gibt's, glaube ich, einen Spawner. Ja, weil sonst wäre ich doch schon ziemlich enttäuscht. Ich will deine ja, Truhe ja, ich habe was gehört, ja? Ich habe was gehört. Ich habe so ein Quiek gehört. Aber... Oh, ein Diamant. Oh, endlich! Und Iguanas Geld. Yeah, von meiner Lieblingsband, den Frogs, haben wir den Song Trade Winds bekommen. Geil! Oder heißt die Band Trade Winds? Ich habe keine Ahnung. Hier sind auch diese komischen, creepigen Blätter. Mm. Die baue ich direkt mal ab. Die nehmen wir mit. Ein Glück, dass ich eine Schere habe. Der ganze Baum, er wird sterben. Der arme Baum. Warte, ich mache dir auch eine. Doppelte Produktivität. Warte. Nein, ich baue das hier nicht ab. Jetzt habe ich dir extra die Schere gemacht. So, jetzt scher dich doch nicht so. Bau doch die Blätter ab. Ha. Verstehst du? Scher dich nicht so. Okay, wir haben ja jetzt einen Dungeon-Baum gesehen, ne? Ja, ja nicht zu meinem schlechten Wortwitz. Was? Nicht zu meinem schlechten Wortwitz, kein schlechtes Kommentar. Was soll denn das heißen? Ja, ich dachte, ich krieg wieder so irgendwie ein schlechtes Kommentar. Ah, oh, da haben wir jetzt aber alle gelacht. Das hast du dir jetzt gedacht. Ey, ah. Da ist sogar ein Haus, so eine Siedlung. Ein Haus? Wo? Komm mal her. Ja, ich bin unterwegs. Hier gerade ausschaut. Du meinst ein Villager-Dorf. Hey, da kann man mit Diamanten handeln auch. Nur ich bin mir nicht sicher, ob wir den Diamanten zum Handeln verwenden sollen oder ob wir den... Wir gehen doch eh gleich noch in eine Höhle. Ja, stimmt. Weil das Problem ist einfach, ich würde schon ganz gerne die Schallplatte hören. Verstehst du? Also, einen Diamant braucht man so, ja für eine Jukebox und dann würde ich schon ganz gerne meinen Lieblingsband da hören. Aber stimmt, da hinten ist echt so ein Dorf. Ey. Das ist so viel, was wir in einer Episode erleben. Eine Chunkwell-Statue mit zwei Eisenbögen. Vielleicht haben die das einfach verbessert. Die haben das einfach... Die Insel ist für uns gemacht. Dafür gibt es aber weniger Monster anscheinend. Ey, hallo? Ja? Komm mal her. Hier bin ich. Ja, warte, ich bin unterwegs. Hui! Euch auch. Hey, meine lieben Freunde. Und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Tropicraft Together. Wir werden in der heutigen Episode, nachdem wir in den letzten Folgen jetzt so ziemlich mit dem Hausbau beschäftigt waren und hier noch unser schönes kleines Feuerchen angemacht haben mit unserem schönen Zifter, mit der schönen Waschmaschine hier, werden wir heute in dieser Episode ein bisschen erkunden gehen. Letztes Mal kamen wir ja mehr oder weniger dazu, uns hier ein bisschen umzuschauen und du hüpfst hier gerade wunderbar im Kreis. Du bist schon ganz abenteuerlustig, oder? Nein. Wir gehen trotzdem auf Abenteuer. Und du solltest aufhören, Sarkasmus zu verwenden, bevor jetzt hier wieder jemand schreibt, ach, du hast ja gar keine Lust. Das war kein Sarkasmus. Ach ja. Wir gehen auf jeden Fall ein bisschen erkunden. Einfach mal schauen, vielleicht finden wir einen Dungeon-Baum, vielleicht finden wir, weiß ich nicht, viel Eisen, um uns noch einmal zu machen. In der Nacht bekämpfen wir vielleicht ein paar Monster für ein Fischernetz. Müssen wir einfach mal gucken. Dörfer gibt es ja auch jetzt auch mit Händlern, also mit Fischern. Die dann auch dementsprechend was handeln. Diamanten könnten wir finden. Diamanten wäre eine gute Sache. Wer will keine Diamanten haben? Diamantenwerkzeuge sind super. Oder auch Rüstung. Weil dann brauchst du nicht mehr so viel Angst haben, sondern stehst einfach mit deiner Diamantenrüstung und bam, nichts kann dich aufhalten. Stimmt. Ja, so in etwa. Auf jeden Fall... Können wir auch mal gucken, ob wir noch ein paar Salamander finden. Die geben ja auch Rüstung. Obwohl die mir immer noch ein bisschen Angst machen. Hier war ich, glaube ich, auch schon in der ersten Episode. Hab ein bisschen Kohle geholt. Das war es aber auch. Ja, wir gehen hier einfach nur durch. Wir gehen einfach durch den nicht geladenen Chunk. Okay. Ach, jetzt lädt es auch bei mir. Wunderbar. Vielleicht finden wir ja auch noch ein wenig Laluzzi, auf das schon alle gewartet haben. Das habe ich ja auch sehr... Habe ich wunderbar betont, oder? Laluzzi. Nein. Ach ja. Schon wieder wird alles an mir kritisiert. Betonung wird kritisiert, keine Abenteuerlust vortäuschen hier. Du hast nur gefragt und ich sag dir nur die Wahrheit.